Der VfB Stuttgart hat einen neuen Stürmer präsentiert und es ist ein Mann aus der Premier League, ein deutscher Stürmer, der durchaus sehr, sehr starke Qualitäten vor dem Tor hat und sein Name ist Dennis Undav und er wird die Stuttgarter, die Schwaben in der kommenden Saison im Sturm verstärken. Warum Undav ein absoluter Torgarant sein kann und was er mit einem möglichen Abgang von Guirassy von Stuttgart zu tun haben könnte, besprechen wir alles in diesem Video und schreibt mal gleich eure erste Reaktion, Meinung in die Kommentare zu diesem neuen Deal vom VfB. Seid ihr happy mit diesem Transfer oder nicht? Würde mich sehr interessieren, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich diskutiere wie immer gerne mit. Wenn euch diese Art von Videos gefallen, gerne ein Abo da lassen, würde mich sehr freuen und auch gerne das Video bewerten. Und wir starten gleich mal rein mit Undav und warum er dem VfB durchaus weiterhelfen kann. Also am Mittwochabend hat der VfB offiziell verkündet, dass sie einen neuen Stürmer verpflichtet haben, nachdem es in den Tagen zuvor schon ordentlich Gerüchte gegeben hat. Nun ist es offiziell, Dennis Undav wird das Trikot der Schwaben in der kommenden Saison tragen und kommt vom Premier League Club Brighton & Hove Albion, wo er nicht unbedingt wirklich oft zum Zug gekommen ist, deswegen macht dieser Schritt auch mehr als Sinn. Wie der Kicker berichtet, handelt es sich hierbei um eine Leihe mit Kaufoption. Das heißt, nach einer erfolgreichen Saison mit Undav könnten die VfB-Verantwortlichen hier den Stürmer fest verpflichten für eine Summe im zweistelligen Millionenbereich. Das passt auch mit seinem Marktwert, der liegt nämlich um die 10 Millionen Euro herum, laut transfermarkt.de. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass eben dieser Betrag dann auch gezogen werden muss. Dennis Undav ist ein interessanter Spieler. Ich habe sogar schon mal ein Video über ihn gemacht, denn seine Story ist extrem interessant und eine richtige Underdog-Story. Denn vor ein paar Jahren hat er noch erst in der dritten Liga beim SV Meppen gekickt, war dort wirklich ein klasse Stürmer für die dritte Liga, ist dann den Umweg über Belgien gegangen und dann nach England und jetzt spielt er eben in der Bundesliga. Ich habe seine Story nochmal genauer angeschaut in diesem Video, das verlinke ich euch gerne in der Videobeschreibung, könnt ihr gerne abchecken, wenn ihr mögt. Aber hier trotzdem nochmal eine kurze Zusammenfassung. Dennis Undav ist 27 Jahre alt, 1,78 groß, gelernter Mittelstürmer und seine Story ist wirklich bemerkenswert. Er kommt nämlich aus der Werder-Jugend, hat aber nie wirklich den großen Sprung in die Bundesliga geschafft danach und spielte deswegen lange Zeit auch in der dritten Liga beim SV Meppen, wo er schon ein eiskalter Finisher war und auch wirklich gut getroffen hat und das sorgte auch für Aufmerksamkeiten aus dem Ausland. Und dann holte ihn nämlich der belgische Zweitligist Union Saint-Gilloise, der vielleicht ein paar schon von euch ein Begriff ist, hat auch gegen Union Berlin schon gespielt in internationalen Bewerben und dieser ist dann aufgestiegen mit Undav als Top-Torjäger und in der nächsten Saison konnte er wirklich an fantastische Leistungen anknüpfen. In 41 Spielen schoss er fantastische 27 Tore und legte dazu noch 13 Vorlagen auf und sorgte dafür, dass der Aufsteiger Union nämlich es wirklich in die Playoffs schaffte und kurz vor einer Sensation stand, aber den Meistertitel dann doch nicht gewinnen konnte. Trotzdem löste das natürlich ordentlich Hype um den Deutschen aus, der dann nämlich Angebote natürlich auch aus England bekam und einer davon war von Brighton & Hove Albion, dem Premier League Club, der ihn dann für 7 Millionen Euro auf die Insel holte und das war natürlich der absolute Traummove für ihn. Bei Brighton kam er aber nicht zur gewohnten Spielzeit, weil er eben auch die Konkurrenz groß war und vor allem er sich keinen Stammplatz erkämpfen konnte, lag hinter Danny Welbeck und Ian Ferguson. Er als Mai einer Joker-Rolle kam in den Cup-Wettbewerben auch zum Einsatz, aber war eben nicht genug, um seine Leistungen wirklich gut zu beurteilen und deswegen stand jetzt auch eine Leihe im Raum und der VfB Stuttgart hat sich diese Leihe gesichert und jetzt spielt er eben bei den Schwaben ab der kommenden Saison. Vom Spielertyp ist Undav der klassische eiskalte Vollstrecker. Es ist nicht wirklich ein Spielmacher-Typ, also er geht es nicht nach hinten und holt sich die Bälle. Er ist wirklich jemand, der musste den Ball hinlegen und er zimmert ihn ins Tor hinein, ist einfach ein klassischer Abschlussstürmer. Das kann er wirklich sehr, sehr gut, auch im Strafraum einfach sehr gute, sehr reaktionsschnell. Und auch immer den Blick für das Tor und weiß einfach, wo das Tor steht. Ich glaube, so kann man es am besten beschreiben. Das ist wirklich jemand, wenn er die Bälle bekommt, zum Beispiel von Sosa beim VfB Stuttgart, dann ist er wirklich eiskalt und dann kann er wirklich viele Tore erzielen. Und ich finde, das sieht man auch an seinen Zahlen, wie er cool auch vom Tor ist. Klar, Premier League und Bundesliga sind nochmal andere Ligen, aber ich habe schon längere Zeit die Hoffnung, dass er in die Bundesliga wechselt, weil er einfach mit seinen Abschlussqualitäten hier, glaube ich, auch für viel Furore sorgt.
sorgen kann. Jemand, der auch vielleicht zukünftig für die Nationalmannschaft interessant wäre. Gab es ja auch schon mal eine Debatte darüber, ob Undorf in die Nationalmannschaft kommen sollte. Stürmerproblem natürlich in der deutschen Nationalmannschaft. Aber ich bin froh, dass Undorf jetzt in der Bundesliga spielt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die VfB-Fans sehr viel Freude mit ihm haben werden. Diese Verpflichtung ist auch eine mögliche Reaktion auf einen potenziellen Abgang von Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart. Der Stürmer, der sich letzte Saison wirklich die Schwarm auch in der Liga gehalten hat, aber auch eine Kaufoption in seinem Vertrag laut dem Kicker verankert hat, die zwischen 15 und 20 Millionen liegen soll. Die Schwaben haben ihn zwar erst verpflichtet, aber das Interesse scheint sehr groß zu sein, vor allem von Ajax Amsterdam, dort wo der ehemalige Sportdirektor Sven Mislintat jetzt mittlerweile die Fäden zieht. Und klar, dass er einen alten Schützling nach Amsterdam holen könnte, wo natürlich auch Champions League Fußball am Tagesprogramm steht, und das ist natürlich etwas, was sehr reizvoll sein kann. Ob Undorf eine Ergänzung oder der vollwertige Ersatz für Guirassy sein wird, werden wir noch sehen. Ich kann es mir zumindest vorstellen, Guirassy hat schon viele Begehrlichkeiten geweckt, und diese Kaufoption kann nämlich schnell gezogen werden, und ich glaube, das wissen die VfB-Verantwortlichen auch. Ich könnte mir aber gut vorstellen, weil Undorf und Guirassy nicht die gleichen Spielertypen sind, dass sie sich noch jemanden wie Pavlidis zum Beispiel holen von AZ Alkmaar aus Holland. Aber wie gesagt, Undorf an sich ist ein fantastischer Deal für den VfB. Ich glaube, wie gesagt, dass er den VfB-Fans viel Freude bereiten kann mit seinen Abschlussqualitäten. Aber schreibt mir mal gerne eure Meinung zu diesem Deal in die Kommentare. Wird mich sehr interessieren. Seid ihr ein Fan oder eher nicht? Seid ihr skeptisch? Gerne so mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich diskutiere wie immer gerne mit, und ich wünsche euch noch einen sportlichen Tag. Bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.